Der achte und somit letzte Jury Award des Abends wird vergeben an Kantwalla. Bevor ich anfange, noch eine Information. Ihr seid nach Kantwalla gefahren, ohne einen Auftrag, und ihr habt es selbst finanziert. Und das ist schon mal richtig toll. Und Kantwalla ist ein Ort, an dem man keinen einzigen Tag bleiben möchte. Ihr wart 5 Tage dort, bevor ihr überhaupt erst angefangen habt zu drehen, um einzutauchen in deren Welten, in deren schreckliche Welten, die wir ausschalten können, wenn wir die Multimedia-Reportage nicht mehr sehen wollen, weil sie so trist ist und so grau ist. Ich konnte sie nicht ausschalten, weil nach ziemlich kurzer Zeit die Menschen in dem Grau durch euch ein Gesicht bekommen haben. Und da war Dani, der im April 2021 zum 20. Mal versuchte, die EU-Außengrenze zu überqueren. Zum 20. Mal. Dann war Naibullah, er war Rennfahrer in Afghanistan. Und er war jemand in Afghanistan. Und in Kantwalla war er niemand mehr. Und am Ende des Interviews sagt er noch nebenbei, und dann haben die Taliban auch noch meinen Vater getötet. Ich meine, wenn sowas uns passieren würde, unser Vater wäre getötet worden, unser Leben wäre vorbei gewesen. Und dann gehen wir rein in ihr Leben und man hört Musik, die sie über YouTube ablaufen lassen. Und man wird ihnen so nah und weiß, oh mein Gott, die haben genau solche Wünsche wie wir. Und sie fangen über YouTube-Videos an, Brot zu backen. Und zwar YouTube-Videos, die in ihrer Heimat Afghanistan hergestellt wurden. Und sie versuchen das in Kantwalla so nachzubacken. Und wir gehen mit ihnen weiter an die Grenze. Und dort werden sie in illegalen Pushbacks immer wieder zurückgedrängt. Ihnen werden die Schultern und die Arme gebrochen, damit sie die Rucksäcke nicht mehr tragen können. Und all diesen schrecklichen Geschichten gebt ihr durch eure Multimedia-Reportage eine Plattform, die diese Menschen sonst nie bekommen würden. Und am Anfang war diese Reportage grau. Und dann haben sie dank Kantwalla in Kantwalla ein Gesicht bekommen, eine Identität, einen Namen. Und ich danke euch wirklich sehr für diese wunderbare Reportage. Die Jury hat auch noch was gesagt. Wie kaum ein anderer Beitrag verschafft Kantwalla einen ungefilterten und schonungslosen Zugang zu den Menschen, die von der Migrationspolitik Europas betroffen sind. Der journalistische Ansatz, die handwerkliche Umsetzung und die Qualität der Recherche sind bemerkenswert. Kantwalla ist in jeglicher Hinsicht herausragend. Michael Trammer, Janis Große und Josephine Hochbruck. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Wow, da bin ich. Du konntest es gerade gar nicht fassen, oder? Ich weiß nicht, ob die Kameras schnell genug da waren, aber ich habe gedacht, oh Gott, wie schön. Herzlichen Glückwunsch. Und Nathalie hat gerade schon gesagt, sie möchte einmal was vorwegschieben. Ich möchte auch was vorwegschieben, auch wenn ich es gar nicht mag, wenn so auf dem Alter von Menschen herumgeritten wird. Aber sag doch noch mal bitte, wie alt wart ihr, als ihr entschieden habt, wir fahren an die bosnisch-kroatische Grenze, um da
wie du gesagt hast, ohne Geld, ohne Auftrag, ohne Sender oder Organisation im Rücken zu berichten. Wann waren wir da? 2021? Oh Gott, ich war 19. Ich war 19, ja. Wir waren im Februar da, ich habe tatsächlich meinen 19. Geburtstag in Kandwalla verbracht. Ja. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Und woher kam dieser Gedanke, okay, wir sind gerade irgendwie fertig mit der Schule, und dieses Selbstverständnis zu denken, ja, es kann sein, dass wir da die Richtigen sind, da hinzufahren und vielleicht machen wir wirklich was besser oder anders als diejenigen, die schon berichten aus geflüchteten Lagern. Also wieso seid ihr losgefahren? Das ist ja ein Riesenschritt. Ja, ich glaube einerseits, weil es für mich, also als ich angefangen habe, journalistisch zu arbeiten, habe ich sehr schnell festgestellt, dass ich mit dem Thema Migration arbeiten möchte, weil es für mich persönlich auch ein Thema ist, was mich bewegt. Und weil ich sehe, wie es den Menschen geht und weil ich verstehen will, ich will die Zusammenhänge verstehen, ich will sie für andere verständlich machen. Und dann natürlich auch, weil wir auf irgendeine Art und Weise mit der journalistischen Berichterstattung sonst ab und zu auch unzufrieden sind und uns denken, eigentlich verdienen es diese Menschen, es ausführlicher zu erzählen. Diese Menschen verdienen Zeit in den Beiträgen, ja, Platz, Raum für Begegnung und das wollten wir schaffen. Das habt ihr geschafft. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Preis, sehr, sehr verdient.